Hallihallo Leute, hier ist euer M-Tech und ich begrüße euch zu einem neuen Projekt, ein Let's Test. Und zwar testen wir heute ein Spiel, was sich nennt MT's Goldene Edition 2, eine Alpha-Version, Alpha 1.1. Ja, und wie man schon am Namen erkennt, das ist ein Spiel oder ein Hack, den ich selber gemacht habe und ich möchte ihn hier mal vorstellen. Wir fangen mal an, wir gehen mal auf Weiter. Wir heißen Mistake, wir haben zwei Orten und wir haben eine unbekannte Spielzeit, okay. Die Uhr könnte falsch gestellt sein, bitte gib die genaue Uhrzeit an. Okay, dann geben wir jetzt mal ein. Heute ist Donnerstag und heute ist PM 1 Uhr 21. Lol, und wir starten auf der MS Aqua. Die MS Aqua ist auf dem Weg nach Orania City. Wir machen eine Durchsage, wenn wir dort ankommen. Boah, Entschuldigung, ich habe es eilig. Meine Enkelin fehlt noch. Sie ist noch klein. Sag mir bitte Bescheid, wenn du sie siehst. Okay, scheinbar starten wir auf der MS Aqua. Das ist interessant. Okay. Das ist wirklich sehr interessant. Das ist deine Kabine. Wenn deine Pokémon verletzt sind, dann mach hier ein Nickerchen. Dadurch werden sie geheilt. Okay, das ist wirklich sehr interessant. Was haben wir denn hier? Lol, wir haben einen Starter Level 20. Level 20 ist aber noch nicht wirklich gut. Ein Farbigel. Lol, was kann das bitte für Attacken? Blitz, Schärfer, Pulverschnee und Schlecker. Also damit kann man nicht viel anfangen. Und wir haben ein Ei, was bald schlüpft. Das ist wirklich eigenartig. Schauen wir mal, was aus dem Ei rauskommt. Ich gehe jetzt mal hier noch ein bisschen im Kreis. Darf nicht lange dauern. Das habe ich eigentlich so einprogrammiert, dass es schnell geht. Hey, ein Corazon schlüpft aus dem Ei. Möchtest du Corazon einen Spitznamen geben? Ja klar, wir nennen es jetzt einfach mal Sunny. Sunny ist ganz süßer Name. Ja, und zack. Level 5. So, gucken wir mal einen Beutel. Ui, wir haben 30 Sonderbonbons und ein paar Tränke, EP-Teile und Glücksei. Geben wir das Glücksei mal unserem Sunny. Ja, also wie man sieht, müssen wir uns jetzt zwischen zwei Startern entscheiden. Weil das Sunny Level 5 oder unser Starter Level 20 kann niemals gewinnen. Es gibt also jetzt zwei Möglichkeiten. Die konventionelle Möglichkeit, wir geben die 30 Sonderbonbons dem Sunny, dann hat unser Corazon Level 35. Und dann können wir ganz normal spielen. Und die etwas kniffligere Variante ist die mit unserem Farbigel, das übrigens shiny ist. Mit diesem Pokémon können wir immer Level 21, 31 und 41 Nachahmer lernen. Und können jetzt von den ganzen Trainern, die wir hier zur Verfügung haben, uns den besten raussuchen. Und mit diesem dann per Nachahmer dem Farbigel ganz spezifische Attacken beizubringen. Dies kann jeder Spieler für sich selber entscheiden. Das habe ich mir also wirklich gut überlegt. So kann jeder seine eigene Strategie finden. Tut er konventionell spielen mit einem Starter auf Level 35? Oder nimmt er ein Farbigel, was dann schon Level 50 am Ende hat, aber drei verschiedene gute oder schlechte Attacken kann? So kann sich jeder sein Pokémon selber zusammenstellen, wie er möchte. Ist eigentlich eine ganz interessante Sache. Für diesen letzten Test werde ich mich mal für die Variante 1 entscheiden. Dazu geben wir erstmal unserem Corazon die 30 Sonderbonbons. Ist, denke ich mal, eine ganz interessante Art, ein Spiel anzufangen. Ja, und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Also bitte erwartet nicht zu viel. Es ist mein zweiter Hack. Es ist also nicht so ganz so besonders. Ich finde zwar, dass es gut geworden ist, aber es ist nicht wirklich ein Hack. Ich habe zwar gehackt und habe da auch viele Tage und Wochen dran gesessen, aber es ist jetzt nicht so, dass jetzt eine komplett neue Story da ist. Es sind keine neuen Skripts, die ich gemacht habe. Im Grunde habe ich eigentlich nicht viel gemacht, aber da es mir trotzdem richtig gut gefällt, wollte ich euch das hier nicht vorenthalten. So, Level 26 und wir haben es gleich geschafft. Also ich finde, das ist eine ganz gute Art. Und das Warten hat auch gleich ein Ende, es geht gleich los. Dornkanone wollen wir nicht lernen. Und ja, ich habe dem schon ein paar gute Attacken gegeben, so dass man sich
mit Surfer und Steinhacke eigentlich ganz gut anstellen kann. Wir haben grüne Sachen an, nur so nebenbei. So, gucken wir mal unseren ersten Trainer an. Bist du allein? Lass uns kämpfen. Wanderer Theodor setzt Sandama ein. Okay, da machen wir einfach Surfer drauf. Okay, also im Moment schneller. Ist aber nicht so schlimm. So, und als nächstes ein Geowatz. Da machen wir einfach Blubstrahl drauf. Oh lol, Intensität ist nicht so besonders stark. Ja. Was gibt es noch zu sagen? Im Moment ist erstmal nicht so spannend, aber ich weiß schon, was ich euch noch erzählen kann, aber ich werde mal noch auf einen guten Zeitpunkt dafür warten. Wir gucken uns erstmal weiter an, was hier noch zu machen gibt. Also hier ist glaube ich niemand drin, genau. Dann haben wir hier diesen Typ. Könntest du nach meinem Kumpel suchen? Er ist ein Faulenzer und ein Müßiggänger. Such ihn bitte für mich, ich bin gerade im Dienst. Okay, und er befindet sich hier in dieser Kabine und ist ziemlich schwer, weswegen ich erstmal ein paar andere Trainer mache. Zum Beispiel diesen Typ da. Ich gehe nach Kanto, um meine Feuerspuckkünste vorzuführen. Willkommen im Club, wir fahren auch nach Kanto. Smogon Level 28, da machen wir einfach Surfer. Relativ unspektakulär. Skorazon ist ziemlich gut. Flamara, da reicht ein Blubstrahl. Ne, reicht's nicht. Gehen wir mal einfach noch einen Blubstrahl. Und schon Level 37. Spiegel Cape ist eine gute Attacke, möchte ich ihm aber nicht beibringen. Und wir haben noch einen Smogon. Machen wir wieder Surfer drauf und die Sache hat sich. Sehr schön. Zisch, die Flamme ist klein. Hier ist niemand drin, aber wir haben hier noch einen Trainer. Hey Kleiner, möchtest du gegen mich antreten? Dieser Trainer hat ein cooles Bodogel. Level 32. Und bitte beachtet auch, guckt euch bitte immer die Attacken an, die die so können. Denn falls ihr euch mal entscheidet, das Spiel hier zu spielen, oder falls ihr da in der Lage, wie ich jetzt werdet, ihr müsstet euch entscheiden und ihr wolltet euch wirklich für das Farbige entscheiden, so müsst ihr euch ein paar gute Attacken hier angucken erstmal, die ihr haben wollt. Weil mit Schärfer, Pulverschnee und was war's noch, kann man nun wirklich nicht viel anfangen. So schnell kann es gehen und unser Corazon ist wieder Level 38. Gute Sache. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie findet ihr das so? Ein Corazon als Starter oder als Plan B, wem Corazon absolut nicht gefällt. Ein Farbigel, was man sich selber zusammenstellen kann mit höherem Level. Farbigel hat natürlich nicht die besten Werte, aber ja, schreibt es mal in die Kommentare, wie ihr das so findet. Hallo, ich kann meine Enkelin nirgendwo finden. Wenn sie an Bord ist, ist alles in Ordnung. Aber was ist, wenn sie über Bord fiel? Sie ist ein Energiebündel. So, wir gehen nochmal heilen. Wir haben übrigens hier einen PC. Können wir mal drauf gucken, ob wir irgendwas haben. Hier ist nichts dabei. Mitnehmen. Ist nichts da. Box wechseln. Auch hier ist einfach nichts dabei. Nichts Spektakuläres. So, wollen wir mal den hier besiegen. Ach nee, das war gar nicht der, sondern hier war er, genau. Hä? Hier. Richtig, ich bin ein Matrose, ich habe nicht gefaulenzt. Die Kabine war frei, darum habe ich ein Nickerchen gemacht. Was soll's, lass uns kämpfen. So, und dieser Kampf ist ziemlich schwer, es könnte also sein, dass wir jetzt sogar verlieren. Mal schauen. Das Maschok ist nämlich ziemlich stark. Karateschlag. Wenn dann Volltreffer macht, war's das. Ich mach deswegen mal Genesung. Geowurf, das geht. Am besten, wir haben volle KP. Ich glaube, den kriegen wir nicht weg. Ich hab's noch nie geschafft. Da müssten wir wirklich schon Glück haben. Aber es sieht ganz gut aus, wenn Surfer jetzt... Ja, es hat gereicht, super. Und wieder ein... Was, ein Enton, das kenne ich ja noch gar nicht. Gucken wir es uns mal an, machen wir Steinhagel drauf. Ist ausgewichen, da können wir sogar nochmal Blubstrahl machen.
zack. Und der ist auch Geschichte, sehr gut. Es war alles meine Schuld. Als Matrose muss man körperlich arbeiten, das ist sehr anstrengend. Gut, dann gehen wir mal ins Bett, heilen uns mal und gucken mal, wo es weitergeht. Lässt uns der Typ jetzt eigentlich vorbei? Ja, er lässt uns vorbei, sehr schön. So, was haben wir denn hier Cooles? Dem ist wohl ein bisschen schlecht, oder? Uff, ich bin seekrank. Okay. Ein Pantimus Level 29, da machen wir einfach, ja, ich denke, wir sind mit Surfer am besten, zumal der jetzt Reflektor gemacht hat. Duplexieb, okay. Also das ist nichts, was Farbigel unbedingt lernen muss. Wieder ein Maschok, diesmal ein bisschen schwächer, nicht ganz so stark. Aber wir haben ja auch ein Level zugelegt, deswegen, und wir sind jetzt sogar schneller. Und ein Magner, na da reicht ein Surfer. Feuerschlag könnte man Farbigel eventuell beibringen. Also ist es nicht ganz einfach. Ich kann mich nicht bewegen. Schick einen Teil nach Hause. Okay, wir gucken uns mal noch die hier an. Mir ist langweilig, willst du kämpfen? Ein Goldking Level 33, dann mach mal einfach Steinhakel. Ja, Furienschlag kannst du ruhig machen. Furienschlag ist nicht so schlimm. Er ging natürlich daneben. Und schon Level 41. Ah, du bist zu stark. Okay, und dann haben wir hier. In den Pausen ist Kämpfen meine Lieblingsbeschäftigung. Das ist aber schön für dich. Matrose Ole setzt Radikal ein. Okay, ein Radikal. Da machen wir Surfer drauf. Da kannst du ruhig ruckzuckieb machen. Normale Taten sind nicht gut, weil wir Gestein sind. Da kannst du auch nochmal ruckzuckieb machen. Das interessiert mich nicht. So, zack. Und das Radikal ist Geschichte. Und noch ein Radikal. Da machen wir aber diesmal gleich mal Genesung. Also es ist ziemlich OP, dadurch, dass es Genesung lernt. Aber Corazon ist nicht das beste Pokémon. Und Matrose Ole wurde besiegt. Was eine Niederlage, meine Pause ist vorüber. Okay, dann können wir hier hingehen und da ist der Kapitän mit der Enkelin. Kapitän, spielst du mit mir? Mir ist langweilig, ich möchte spielen. Hi, willst du mit mir spielen? Oh, Opa sorgt sich um mich. Ich muss los, ich muss Opa finden. Hallo Opa, hier bin ich. Ich habe mit dem Kapitän um ihn hier gespielt. Mystic, oder? Ich hörte, du hast meine Enkelin bei Laune gehalten. Ich möchte dir dafür danken. Ich möchte, dass du das nimmst. Metallmantel. Die MS Aqua legt in Orania City an. Cool, das ist wirklich cool, ich würde sagen. Im nächsten Part gehen wir hier raus und wenn euch es gefallen hat, dann schreibt es mal in die Kommentare. Es geht ja jetzt noch ein bisschen weiter. Ich möchte aber nicht zu viel verraten. Vielleicht mache ich das als Let's Play und spiele ein bisschen weiter. Vielleicht endet es aber auch einfach hier. Und wie es weitergeht, müsst ihr selber sehen. Gut, ich würde sagen, dieser Part ist beendet und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin, ciao.